Servus Leute, zurück zu Let's Play Against the Storm. Wir haben das letzte Mal den Zyklus zum ersten Mal so richtig beendet und die Welt hat sich neu geformt. Jetzt gibt es auch etwas schwerere Siegel, beziehungsweise neue Siegel, die als Ziel gesetzt sind. Aber ich habe jetzt beschlossen, ich will die jetzt noch nicht machen. Wir machen jetzt einen Zyklus sozusagen, ohne dass ich auf so ein Siegel pushe. Ich werde stattdessen hier eher mal die ganzen Ereignisse genauer anschauen, die wir hier bekommen, und ein bisschen farmen sozusagen. Ich werde mir hier alle Ereignisse hier gönnen. Das sind schon mal drei. Wobei, vielleicht, das ist das, was das die Leute nicht, dass ich den Konsum nicht einschränken kann. Das ist mehr Feindseligkeit und das ist, ich sehe nicht verbotene Lichtungen und sowas. Interessant ist auch, was es hier gibt. Also hier ist ja ein Bundle an... Oh, hier wäre schon ein geiler Spot. Brutaler Spot. Geiler Spot. Für Farming. Brutaler Spot für zwei negative Effekte wahrscheinlich auf einmal. Das ist nicht das Beste. Wobei, es muss nicht immer negativ sein, oder? Die Ereignisse können auch positiv sein, glaube ich. Aber egal. Was ich auch auf jeden Fall in diesem Zyklus machen möchte, neue Gebiete kennenlernen. Also hier haben wir mit dem scharlachroten Obstkarten was Neues. Königswälder kennen wir. Korallenwald ist, glaube ich, neu. Den kenne ich auch noch nicht. Sümpfe und Königswälder haben wir sonst bisher schon gehabt. Also Korallenwald und scharlachroter Obstgarten, die sind neu. Schauen wir mal kurz in den scharlachroten Obstgarten. Was gibt es denn hier so? Mhm. Ja, anstatt Lehm gibt es Stein. Aus Stein kann man ja auch, glaube ich, Ziegel machen. Daraus kann man Fasern machen. Hier hätten wir Getreide theoretisch, aber Getreide kriegen wir ja prinzipiell überall, wenn wir eine Farm bekommen als Gebäude. Brennmaterialien, Essen, Kupfer. Das ist auch immer interessant. Das habe ich bisher nie beachtet. Die Bäume können ja auch teilweise Sachen geben. Also hier zum Beispiel kann nicht nur Holz geben, sondern auch gewisse Chancen, dass Pigment, Kupfererz oder Pflanzenfasern rauskommen aus so Bäumen. Heißt, diese Ressourcen haben wir zumindest unregelmäßig auch zur Verfügung. Schauen wir mal hier in die Korallenwälder. Da sieht man schon vielfältige Flora, die können sehr viel beinhalten. Hier haben wir Fleisch, das ist gut, und Insekten, das ist gut für Karnivoren, also für die Echsen zum Beispiel. Das ist sonst nicht sehr prickelnd von den Zutaten. Die Karawane, die zur Verfügung steht, ist überall dieselbe, jetzt aktuell. Also die ändert sich erst, wenn ich wieder ein neues Spiel gemacht habe, sozusagen. Oder eine Runde hatte. Dann habe ich da eine andere Auswahl. Aber ansonsten könnte ich jetzt mit dieser Karawane aussuchen, wo ich hingehen möchte. Ich präferiere sogar die dort unten. Das sind zwar eins weniger, weil hier kriegt man noch zwei zufällige dazu. Aber damit habe ich schon zwei Fraktionen, die relativ gut mit Fleisch und dann später mit Kuchen befriedet werden können. Damit können die auf jeden Fall Punkte generieren. Und das ist wichtig, dass die Punkte generieren können. Ich würde vorschlagen... hier gibt es halt zwei Ressourcen. Das ist schon geil. Und hier kann ich es nicht einschränken. Ich hätte nämlich... Gab es hier Fleisch? Mal schauen. Gibt es hier Fleisch allgemein? Hier gibt es kein Fleisch allgemein. Das ist dann schwierig mit der Fraktion. Getreide gibt es hier ganz natürlich. Deswegen würde ich da lieber vielleicht mit anderen reingehen. Ich weiß gar nicht mehr, die Biber habe ich jetzt immer so verpönt und eher weggelassen, wenn möglich. Ich weiß gar nicht, was die nochmal wollten. Muss ich zugeben. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in den Spukwald. Ich möchte... Jawohl, Spukwald und Korall. Ja, kurz mal nochmal schauen. Hier gibt's Fleisch und das. Kurz nochmal in den Sumpf schauen, weil dort oben hätten wir auch die... Option mit Sumpf. Fleisch und Getreide. Hier gibt es halt genau das, was wir brauchen. Dann machen wir den Sumpf. Pionier. Passt. Wir nehmen diese Karawane. Passt. Hier haben wir das Problem, dass wir nicht sehen können, wo Gefahr lauert. Ist halt dann so. Zusammenfassung. Gibt es hier Steine? Hier gibt es Steine. Also brauche ich keine Steine nativ. Vielleicht nehme ich dann Lehm nativ mit. Ja. Nicht nur vielleicht, ich nehme es. Und wir nehmen extra Leute mit. Und ziehen auf Pionier, also auf Herausfordern, los. Ins Ungewisse diesmal. Alles ist unbekannt. Auf dieser Map.
Wir können uns nur daran. Wir können nur darauf achten, dass. Oh, Aura des Friedens. Nach jedem Sturm kommt eine Zeit des Friedens und Wachstums. Für jedes Gefährliche, das du während des Niedersturms löst, erhältst du 0,5. Oh. Gut. Sonnenfest. Doch wir haben in jedem Produktion eine Chance von 20% den Ertrag zu verdoppeln. Auch nicht schlecht. Das ist immer üblich. Was bedeutet die 1 eigentlich? Oder die Zahlen generell? Ist es so eine Härte? Die Stärke der Feuerwerte wird durch eine außerweltliche Macht abgeschwächt. Die maximale Menge an antiken Opfereffekten wird um 1 reduziert. Ja gut, wenn wir nicht opfern, das ist ja gut. Aura der Furcht. Der dunkle Himmel über der Siedlung weckt in allen Dorfbewohnern eine Urangst. Wenn das stürmt, fällt die entschlossene Altersspezies 100% schneller. Das ist okay. Wenn die, solange sie positiv bleibt, ist es alles okay. Einige Waren scheinen auf mysteriöse Weise zu verschwinden. Vielleicht gibt es einen Dieb in der Siedlung. Dorfbewohner haben eine höhere Chance, die doppelte Menge an Waren zu verbrauchen, wenn sie Dienste in Anspruch nehmen. 10% die Feindseligkeitsstufe. Okay, anfangs noch nicht. Das wird erst später problematisch. Und dann auch nur verdoppeln, ist in Ordnung. So, das ist auf jeden Fall, also große Gebiete können wir auf jeden Fall davon ausgehen. Wir sehen es zwar nicht, aber wir können absolut davon ausgehen, große Gebiete sind böse Gebiete. Das sind dann gute Gebiete. Das sind auch 3, 4 gute Gebiete. Also kleine Gebiete. Gut und klein sind ja nicht unbedingt direkt abhängig voneinander. Gut, dann starten wir. Wir brauchen einen Holzfäller, der nach oben gräbt. Und einen Holzfäller, der nach unten, oder ja, prinzipiell nach unten gräbt. Hierhin. Dann brauchen wir hier einen Durchgang, hier einen Durchgang, hier einen Durchgang, hier einen Durchgang. Haben wir schon mal markiert, können wir dann einfach rumschieben. Genau, das müsste dann erstmal reichen für eine anfängliche Ressourcenakquirierung. Ja. So, hat sich irgendwas hier getan? Haben wir irgendwas Wesentliches? Das Menschenhaus habe ich freigeschaltet als wesentliches Gebäude. Wir haben Biber natürlich. Wir haben keine Menschen. Hätte man ja gleich nutzen können, nicht wahr? Aber nein. Sowohl Leutnantsfäule und. Wir hatten noch keine Probleme mit der Pestfäule. Ich will's mal nicht beschreien, weil so kann's gerne bleiben. Ansonsten haben wir hier Pilze. Ich sehe hier Stein. Daraus können Wurzeln und Insekten hervorkommen. Da können Insekten hervorkommen, was wir natürlich für Fleisch hier nehmen können. Apropos Verbrauchssteuerung, hier darf ich es ja kein Fleisch verbrauchen. Am besten noch keine Insekten, weil aus beiden kann ich Dörrfleisch herstellen. Hammer gleich. Oh, Mäntel, Handwerker, auch gut. Aber Dörrfleisch ist schon mal eine der Möglichkeiten, die ich brauche. Kochhaus ist nicht schlecht, wegen den Fleischspießen. Handwerker ist nicht schlecht, wegen Mäntel. Aber da brauchen wir jeweils noch Vorstufen. Dörrfleisch ist auf jeden Fall safe. Wir haben jetzt keine Menschen dabei, aber trotzdem befürchte ich, oder ich will eigentlich Mehl haben. Jetzt ist bloß die Frage, reicht mir der Gewichtwarenladen mit Proviantpaket? Damit können wir Handel halt machen. Ja, ich glaube, ich nehme lieber das da als das hier. Baumaterialpaket ist zwar auch ganz nett, aber ich glaube, das ist wertvoller. Und dann nehme ich, glaube ich, den Tischler wegen Werkzeugen. Werkzeuge sind sehr mächtig, um voranzukommen. Mhm. Gut, wir brauchen eine primitive Werkbank auf jeden Fall. Die muss anfangs erstmal ein bisschen was schuften. Dann fangt mal an.
Okay, Tragekapazität am Anfang vergrößert. Soll die HP machen, genau. Dadurch kommen wir schneller voran erstmal. Anfangs. So. Voila. So, wir brauchen Bretter, wir brauchen Ziegel, wir brauchen keine Rohre. Haben wir hier irgendwas? Nein, hier haben wir nicht. Aber trotzdem, wir brauchen hier Sachen. Das mögt ihr nicht? Das magst du auch nicht. Hm. So, wir brauchen erstmal Grundressourcen zum Bauen. Wie da die Gefahr hier raufsteigt. Da muss die Königin ein bisschen mit Ungeduld nachhelfen eigentlich. Ja, die Lichtung kommt noch dazu. Aber die Ungeduld muss eigentlich in rechtzeitig steigen. Ich brauche auch noch die Behausung. Das kostet Bretter, das können wir uns nicht leisten. Deswegen... Das sind 12. Machen wir 15. Damit die nächsten Siedler, die kommen, auch schon versorgt sind. Oh, ein Grundstein. Sehr gut. Kräuter, Proviantpaket. Handel von Warenpaketen, okay. Oh. Ja, Insekten, glaube ich, können wir hier herstellen. Manchmal kann man doch die Bäume anklicken. Warum kann ich die Bäume jetzt nicht anklicken? Achso, geht. Rechtsklick. Stein verkommen, Kohle verkommen, Schlangennestei. Stein, Kohle. Why not? Ah ja, Stein verkommen. Das sollten wir auch gleich abbauen, weil das kann wertvoll werden. Oder nützlich. Nennen wir es nützlich. Wir können ja dann Sachen aufschlagen, um mehr Ressourcen zu bekommen. Dadurch wird natürlich die Gefahr hier erhöht. Und wir kriegen Aufträge. So, was können wir machen? Ein Handelsweg abschließen. Vier Leute kriege ich da. Und Getreide. Getreide ist gut. Verkaufe im Wert von 10 und wir kriegen 10 als Belohnung. Auch nicht schlecht. Da muss ich Feldfruchtpakete erstmal herstellen. Das ist schwieriger. Sehe ich auch jetzt gerade noch nicht so wirklich. Ich mach das da. Das passiert nämlich mit der Zeit sowieso. Löse ein beliebiges Ereignis und wir kriegen Dörrfleisch. Das ist gut. Ein Handel. Können ihre Waren anbieten. Das ist sowieso etwas, was wir benötigen. Und wir kriegen dafür... wir brauchen aber Leute. Anfangs... Boah, geil. Werkzeug ist schon geil. Kekse macht sie auch voll happy. Gut, da Fleisch auch. Da muss ich einen Handelsposten. Und ich muss erstmal Geld abgeben. Dazu muss ich ja erstmal handeln. Noch habe ich nichts. Das wird schon... Andererseits ist es nicht relevant, wann ich das abschließe. Und das schließe ich mit Sicherheit ab. Das andere auch. Ach komm, machen wir das. Wir dürfen nicht so viele Leute haben. Wir sind schon jetzt schon überfüllt. Wir haben gute Anfangsleute. Würde ich mal behaupten. Schnellere Feldfrucht. Was will ich mit Feldfrüchten? Kupfererz liefern. Das kriegen wir hin. Wir hatten noch. Hier gibt's doch. Oder nicht? Gab's auf dieser Map Kupfererz? ups. Vielleicht gibt's auch gar kein Kupfererz. We will see. Aber erst brauchen wir. Ja, wir brauchen die Bretter.
Aber erstmal mach mal Pause. Macht mal lieber die Ziegel. Bretter, erst brauchen wir die Häuser. Und tatsächlich, wie viel Stein habe ich? Ich habe keinen Stein. Deswegen Prio hoch. Okay, dann starten wir mal die Beschleunigung. Wunderbar. Wir haben schon keine Leute mehr. Aber es läuft jetzt. Oh ja, oh, sehr gut. Steine jede Menge, Nährboden 11 Stück und Kohle, weiteren Kohle. Da müssen wir auch bald eine Mine bauen. Und den Handelsposten sollte ich auch so bald wie möglich bauen. War der das hier? Ne, der war hier. Können wir hier oben reinklatschen. Also, ihr müsst ja ein bisschen nach unten rutschen, weil hier unten ist mehr zu tun. Was ist jetzt runtergegangen? Achso, die Ungeduld triggert jetzt ein bisschen den Druck runter. Ich brauche eine hohe Ungeduld, muss ich zugeben, um die Feindseligkeit zu bekämpfen. Sagen. War vielleicht doch noch nicht so klug, dass ich das gemacht habe. Sie sollen erstmal die Häuser hier fertig bauen. Ah, was haben wir denn Feines hier? Königin oder Insekten? Wir haben leider noch nichts derartiges und Stein bald vollkommen. Und hier gibt's Fleisch. Geil. Achso, ja, hier sehe ich es ja. Fleisch, genau. Hier gibt es jede Menge Fleisch. Das ist sehr gut. Fleisch können wir gebrauchen. Wobei, Fleisch erlaube ich denen gerade nicht zu essen. Das ist aber nicht so schlimm. Die Räucherei müssen wir halt dann zeitnah bauen. Der Bohrer ist nicht so toll. Weizen gibt es hier. Sehr schön. Stein. Kupfer. Also, da haben wir doch Kupfer. Gibt's also doch. Tja, wir könnten Teile opfern, um mehr Kohle. Brauchen wir das? Nicht wirklich. Dann haben wir Kupferbarren. Brauchen wir auch nicht wirklich. Vielleicht gibt's ja mal Ereignisse lösen als Quest. Das ist das Einzige? Schwach. Schwaches Gebiet. Äußerst schwach. Dann geht mal zurück. Und hackt hier einfach den Wald ab. Einfach so. Brauchen wir das dort oben nicht mehr. Ja, stimmt. Es beginnt jetzt. Die Ungeduld muss höher steigen. Ja, sehr gut. Die Ungeduld ist gestiegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das triggert ein bisschen das ganze andere. Ich muss mich jetzt diesmal richtig zurückhalten. Die Ungeduld sollte relativ hoch sein, damit ich dem entgegenwirken kann. Also muss ein Balanceakt werden. Ja, die zwei Sachen hätte ich gerne. Ich brauche aber erst neue Leute. Deswegen erstmal erkunden, was es hier noch so gibt. Ein bisschen sammeln. Ja, das erste Steinvorkommen ist abgebaut. Holz und Stein. Hier können wir Bretter weiter produzieren. Aus Steinen kann man auch Ziegeln machen. Jetzt gibt es neue Leute. Sehr gut. Ja.
Ja, ich brauche ein bisschen Stoff, brauche ich für ein paar fortgeschrittene Gebäude. Tatsächlich brauche ich das. Genau, für den Gemischtwarenladen zum Beispiel. Damit kann ich Bernstein erhandeln. Die Räucherei. Ja, damit könnte ich Dörrfleisch herstellen. Was haben wir noch? Wo ist der Tischler? Der braucht auch bloß zwei. Sehr gut. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Tischler und das andere. Tischler und... Was war's? Die Räucherei. Ich hätte gerne erst den Tischler. Auf manchen Mengen vorhin gefunden, das gelöst gefährliche. Das ist nicht schlecht, weil beides ist geil. Auch nicht schlecht. Gut, mit Regenwasser, das muss ich echt mal irgendwie offscreen mal überprüfen, mal eine einfache Mission machen und einfach mal schauen, was mit diesem Wasser passiert eigentlich, was für einen Effekt das hat. Aber wir nennen das. Wir lösen auf jeden Fall ein paar Ereignisse demnächst. Und dann kriegen wir gut Ressourcen. Jawohl. Dafür brauchen wir im Gemischtwarenladen... Den Gewichtwarenladen brauchen wir dementsprechend auch. Aber dafür haben wir jetzt keinen Stoff mehr. Na gut. Wir haben genügend Behausung für alle. Das ist schön. Wir haben zwei weitere Arbeiter. Ja, was machen wir mit den zwei weiteren Arbeitern? Hier gibt es Sachen zu arbeiten gleich. Hier zum Beispiel. Da zum Beispiel. Hier können wir auf jeden Fall dann einen abziehen. Bretter sollen sowieso nicht mehr hier gemacht werden, weil das kann jetzt hier übernommen werden. Oh! Das ist eigentlich geil, weil... Was können wir hier noch alternativ nehmen? Bretter. Fünf Bretter wären zu zwei. Dann wäre es sogar klug, wenn ihr lieber Bretter nehmt, weil dann produziert ihr Bretter und dann werden Bretter hier verwendet für... das hier. Das sollte erstmal nicht machen. Das ist gut. Ich brauche... ja. Was brauchen wir? Wir haben nicht viel Holz. Weil ich jetzt ein bisschen sprinte in der ganzen Geschwindigkeit hier. Ja, Stoff. Oh, wir haben Leder. Jawohl. Aus Leder kannst du Stoff machen. Kupfer. Noch mehr. Und Eier. Jede Menge Eier. Oh, wenn ich diesen Grundstein-Perk bekäme, dass da Echsen rausschlüpfen, das wäre schon schlecht. Sehr gut. Was bringst du uns mit? Sehr viele gute Ressourcen. Wir brauchen Stoff, brauchen wir. Wobei brauchen wir jetzt nicht mehr zwingend. Wir haben aber nichts. Wir haben nichts, was wir ihm anbieten können. Leider. Ja, einen Handelsposten haben wir. Wir bräuchten noch drei Bernsteine. Dann haben wir eine Quest schon mal geschafft. Aber... Ah, shit, wir haben schon eins. Wir haben schon einen Punkt. Schade. Naja. Stoff brauchen wir nicht zwingend. Wir kriegen... Werkzeuge kriegen wir mit der Zeit, theoretisch. Was war das jetzt für ein... Ah, das da oben. Kupfer kriegen wir. Pilze sollte kein Problem darstellen. Wow, da kriegen wir viele Leute. Kleinfarm, Plantage. Okay, viel Plantagensachen. Ne, wir nehmen das mit den Pilzen. Pilze müssten wir sammeln können. Ich glaube, hier gibt es ja auch Pilzfelder. Ja,
Dörrfleisch. Bedürfnis nach Dörrfleisch. Dafür kriegen wir viel Ei und Mehl. Oh. Oder wir nehmen das dann, da kriegen wir viele Regenmäntel. Ah, ich glaube, Regenmäntel können wir auch selbst herstellen. Wir machen gerade Stoff. Wir brauchen bloß so einen Regenmantelmacher. Deswegen, das mit dem Dörrfleisch, das ist auf jeden Fall. Das, da bin ich ja ongoing. Und Eiproduktion, wir haben viele Eiquellen. Finde ich auch nicht schlecht. Apropos Eiquellen, wir brauchen eigentlich auch Möglichkeiten. Was war das? Was war das jetzt für ein Geräusch? Irgendwas Positives? Ich könnte was Positives gebrauchen. Der Händler. Ich bräuchte bloß Bernstein. Aber das kriege ich auch mit der Zeit. Kupfererz kann ich holen, Pilz kann ich holen. Dörrfleisch ist erledigt. Wert der verkauften Waren. Ich habe noch nichts, was ich ihm verkaufen kann. Was hat er Schönes? Regenmühle. Ja, die hätte ich gerne. Ah, wobei, die brauche ich nicht zwingend. Bergungswerkzeuge. Ja, fortschrittliche Schmelzen. Nee. Hallo. Was ich brauche, ist das da. Ups. Dadurch, dass ich Ziegel herstelle, schwindet natürlich mein Vorrat rasant. Ist nur einer, okay. Ja, tschüss Händler, ich brauche einen neuen Händler, ich brauche einen besseren Händler. Ich brauche doch tatsächlich Leute. Nein, brauche ich nicht. Ich habe gerade genug Leute. Nein, habe ich nicht. Ich bräuchte Sammler, ich bräuchte halt irgendwas, was die Leute, die Sachen abgrast. Jawohl, der Fleisch aus Insekten oder aus Fleisch. Du darfst auch Kohle nehmen, wenn denn Kohle vorhanden ist. Oder auch das da, wenn denn das vorhanden ist. Oder auch Öl, wenn das vorhanden ist. Das ist Brennstoff. Keramiken. Wahrscheinlichkeit, dass wir das machen können, ist super gering. Weihrauch. Nicht schlecht, dass wir eine Möglichkeit haben, Weihrauch herzustellen. Aus Wurzeln. Mhm. Müssen wir uns merken, wollen wir jetzt erstmal nicht. Erstmal nur Dörrfleisch. Aber das ist auf jeden Fall hochinteressant. Links Insektenwurzeln. Dörrfleisch sollten sie jetzt auf jeden Fall erstmal essen genug haben. Ich brauche jetzt halt bloß eigentlich Leute, die... Stimmt, ich brauche Leute. Also schauen wir an, was wir hier abschließen können mit Leuten als Belohnung. Das mit den Pilzen. Da bräuchte man Pilzsammler. Pilzsammler. Naja, wenn jetzt gleich das mit dem Holz hier durch ist, dann haben wir... Okay. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, ist schon wieder voll, aber nein, es geht auch wieder zurück. Ah, das beantwortet meine Frage vom letzten Mal. Es kann auch wieder zurückgehen. Ach, vielleicht war das auch das positive... der positive Soundereignis. Mhm. Hier ist gerade nichts zu tun. Deswegen raus mit dir. Sammel lieber Pilze. Die mag Pilzsammlung. Sehr gut. Kann sogar doppelt produzieren. Geil. Ja, noch ein paar Pilze, bisschen Fleisch und Kohle. Na gut. Ich will tatsächlich, dass ihr erstmal grundlegend hier... Ach, da ist ja noch was. Grundlegend Holz versorgt. Dieses Geräusch. Das hört sich positiv an, aber ich weiß nicht was. Handelsrouten können wir noch nicht machen. Theoretisch, die Nahrung geht... Jetzt geht's wieder hoch. Sehr gut. Jawohl, jetzt gönnt ihr euch Dörrfleisch.
Wir haben Kupfer, wir haben noch ein bisschen Weizen, Schlangennest. Okay. Nichts Spektakuläres. Ihr könnt, glaube ich, da stehen bleiben. Aber wobei, ich stelle euch lieber dahin. Seid ihr näher am Ziel. Tatsächlich. Bup. Und bup. So wird die Bedrohlichkeit, wenn gesenkt. Bup. Bup. Die zwei kann ich nämlich dann einsetzen für erstmal mehr Essen. Das Dörrfleisch geht richtig schnell weg. Apropos mehr Essen, ich brauche mehr Essen. Ich brauche Nahrungssammler. Für das da. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Eier, Eier, Eier. Ich brauche Fleisch. Wenig Brennstoff. Auch ein Problem. Riesiges Problem sogar. Wenig Nahrung, wenig Brennstoff. Mega Problem. Also dann wieder weg. Gut, das ist jetzt erstmal gelöst worden mit dem Brennstoff und ich brauche neue Leute. Ah, kriege ich aber erstmal nicht. 3 Wurzeln pro Minute. Das finde ich gut. Wurzeln kann ich gebrauchen. Ja, neue Leute. Ja, 5 Leute ist gut. 5 Leute ist gut. Hier haben wir Pilze und Fasern. Fasern sind gut für Stoff. Da kriegen wir aber bloß 4 Leute. Hier kriegen wir 5 Leute und wir kriegen Stuff, den wir nicht so sehr brauchen. Ich brauche mehr Leute. Mehr Leute brauchen wir. Die sind obdachlos. Die ist vegan. Neue Häuser für das Land. Das ist nicht gut. Da brauchen wir einen Biber. Erst 2 Biber. Warum haben wir so wenig Brennstoff? Deswegen, oder? Ja, wir haben so viele Bretter. Apropos Bretter. Das können wir ein bisschen verhindern, dass wir so viele Bretter haben, indem wir mal das da aufbrechen. Hier brauchen wir Sammler. Ochsen. Dann haben wir hier auf jeden Fall Essen. Na, das braucht alles Holz. Das braucht Holz. Das kann Bretter verwenden. Soll auch Bretter verwenden. Brauchen wir aber erst das da. Dann kriegen wir Werkzeuge. Mit Werkzeugen kommen wir weiter voran. Gut, 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 gut. Die Ungeduld der Könige ist zu niedrig. Das Feuer erlischt. Das ist unklug. Macht mal keine Bretter. Ich brauche mehr Holz. Beziehungsweise ich... Die Lösung ist die Mine. Eine Mine ist eine Lösung. Brauchen wir sowieso für Kupfererz und so? Wir brauchen ja Kupfererz auch. Aber wir brauchen erstmal Kohle. Da passt keine Mine hin. Ja, ist natürlich im Weg. Hier ist ein Kohlevorkommen. Jawohl, jawohl, jawohl. Teile haben wir hoffentlich auch. Ja, nicht viele, aber wir haben welche. Und Kohle haben wir einen Brennstoff, der was taugt. Der effizient ist. Das mögt ihr nicht. Das mögt ihr auch nicht. Also ihr habt keine besondere Präferenz, das muss ich. Gut, neben Holz haben wir jetzt Kohle. Sollte doch was Gutes draus werden. Also im Moment finde ich ein bisschen schwierig alles. Lichtung, wollte Tafeln liefern. Da müssen wir halt mal uralte Tafeln bekommen.
Hoffen wir einfach mal. Lichtungen entdecken. Eieiei, so viele. Vom Typ Harmonie. Dann lieber Lichtung entdecken. Ja, das hätte man früher gebraucht. Ich muss jetzt mal in die bösen Lichtungen eindringen. Ich weiß halt nicht, was eine richtig böse Lichtung sein wird. Wir brauchen generell mal was Abgeschlossenes, muss ich zugeben. Pilze, Bedürfnis nach Dörrfleisch erfüllt. 32. Wie kommt die Zahl 32? Die Fleischkost wird auf jeden Fall erfüllt. Wir müssen jetzt erstmal uns ein bisschen stabilisieren. Hast du etwas, was wir gebrauchen können? Und hast du etwas, was du gebrauchen kannst? So, wir brauchen Bernstein, theoretisch. Wir haben Sachen, die wir dir verkaufen können, aber nichts Besonderes. Du hast Fleisch. Fleisch wäre gut. Pigment haben wir über. Ist nicht viel. Du hast auf jeden Fall sehr interessante Sachen, aber ich habe nicht viel zum Handeln. Das ist traurig. Super traurig. Ne, ich habe nichts zum Handeln. Mir fehlen Handelswaren. Wie können wir daran was ändern? Gut, der Steinmetz hat kein Lager mehr. Das ist in Ordnung. Da können wir was anderes finden. Da sind noch genügend andere Quellen vorhanden. Tja, Stein will er ja nicht. Das hätten wir. Wobei, das können wir in Ziegel umwandeln. Und mit Ziegeln können wir dann hier handeln. Ja. Mit dem Pigment. Dann können wir hier... Fleisch kriegen wir ja gerade. Stoff vielleicht? Wir haben 4 Stoff. 4 Stoff ist nicht viel. Wir haben auch nicht viel Fleisch. Pilze, das... läppert sich langsam. Also könnte ich den Handelsposten, die Handelsposten-Quest abschließen. Oder müsste ich noch irgendwas opfern? Mache ich ungern. Aber dann ist es so. So habe ich auf jeden Fall die Sicherheit, dass ich... Naja, 2 Sachen schon abschließen kann. Das ist so gut. Das mit Fleischkost, das machen wir. Weil dann die Eiproduktion erhöht wird. Und das machen wir auch. Jawohl. 2 Rezepte. Getreidefarm. Geil. Wir haben auch Mehl schon. Dann brauchen wir nur noch eine Verarbeitung davon. Nix dabei. Der Brennofen, da könnten wir Kohle herstellen. Das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, es gibt einen Skill, wo man das nochmal rerollen kann oder sowas, weil das würde ich jetzt sehr gerne machen, weil nichts davon. Schriftrollen, nee. Kohle, Ziegel, Dörrfleisch. Grundsätzlich ist der Brennofen gut, aber der Brennofen liefert mir nichts, was ich nicht schon habe, prinzipiell. Allerdings mit dem Holz und sowas, ja, ich glaube, Ziegel brauche ich dafür zum Herstellen und der kann dann Ziegel selbst herstellen. Besser als das andere, dann kann ich das andere... Na, Stoff fehlt noch. Es fehlt noch eine Quelle für Stoff. Aber 10 werden zu 5 Kohle, das ist eigentlich geil. Das soll eigentlich bloß zum Kohle machen da sein. Dann habe ich kein Problem mehr mit Feuer, dass das Feuer irgendwie ausgehen kann. Ja... Das ist nur eine Verbesserung. Nichts Spektakuläres. Aber das ist geil. Dadurch können wir erwirtschaften. Hatte ich nicht noch oben irgendein Feld? Hatte ich nicht noch irgendwo einen Nährboden? Ist das der einzige Nährboden? Naja, immerhin. Immerhin. Wenig Brennstoff, daran müssen wir arbeiten. Durch den Brennofen. Ziegel. Wo werden gerade Ziegel hergestellt? Werden hier irgendwo Ziegel hergestellt? Nein, dann muss ich dich bitten, nochmal Ziegel herzustellen. Das ist, da geht auch wieder was.
Okay, das ist ein bisschen Fortschritt. Technologischer Fortschritt für den Sieg. Umso mehr Möglichkeiten ich habe, umso besser. Puh. Ich brauche noch etwas, was aus Getreide... Das mit Mehl hat, den Gemischmarenwagen oder so, habe ich ja schon. Der kann Mehl herstellen, oder? Ich habe ihn bloß noch nicht gebaut. Ja. Könnte ich eigentlich schon mal bauen. Die Zutaten habe ich nämlich. Wobei... Ah ne, doch, das war in Ordnung. Wo sind die ganzen Ziegel hin? Achso. Ziegel. Drei Stück. Mach lieber Ziegel. Ich brauche Ziegel. Ja, Stoff wird auch benötigt. Sind wir mal nicht so. Stoff wird auch benötigt. Okay, es wird wieder stürmisch. Sehe ich jetzt erst. Ach, das sollte ich mal ausklappen, nicht wahr? Tja, ich bräuchte ein paar weitere Leute. Gleich gibt's neue Leute. Oh ja. Noch ein paar Pilze sammeln, bitte. Und dann gibt's mehr Leute. Kann man jetzt vielleicht ein bisschen... Ja, das kann man sogar ein bisschen beschleunigen. Das Gebaute brauche ich jetzt gerade noch nicht. Ja, die Pilze sind fertig. Jetzt kann die eine wieder weggehen. Ich warte aber noch kurz, bis das Gewitter rum ist. Oh gut, hol mir den Stein. Für je eine Beziehungsstufe mit anderen Siegen. Und bringen 10% mehr Waren mit. Geschützter Handel. Seltsame Wurzeln breiten sich über das Land aus. Aber Ernte und Pflanzung laufen um 25%. Das ist ja prinzipiell dort unten dann. Das ist dann negativ. Ne, wir nehmen den geschützten Handel. Vielleicht können wir da ein bisschen gegenwirken. Wir schließen das ab. Neue Leute. Braucht das Land? Sehr gut, abgeschlossen. Wir wollen bloß Getreide. Und brauchen auch ein Haus. Und haben noch eine weitere. Eine Plantage ist auch nicht schlecht, aber da brauchen wir nicht. Besseres Trapperlager. Das kann gut werden. Tatsächlich, das kann gut werden. Weil, wenn wir hier dann mal langsam durchstoßen, erwarte ich, dass hier gute Sachen passieren. Noch mehr Leute. Oh ja, die Fleisch mitbringen. Oh, oder Bernstein. Mhm. Dann hätten wir jetzt auch die... Oh ja, das nehmen wir. Oder? Nehmen wir die Teile. Wie viel haben wir davon? 10 Stück, das reicht. Nee, wir nehmen die da. Weil dann haben wir endlich fähige Holzfäller. Die sich durch den Wald fräsen. Ah, du hast zu viel. Die sollen sich da einfach durchfräsen. Ja, wir stellen sie mal hier hin, weil so langsam können wir mal auf ein größeres Gebiet gehen. Hier hätten wir gerne Kohle. Wir hätten gerne Ziegel auch. Ja, ist ja egal. Genau, das ist besser als hier. Deswegen hier keine Ziegel mehr herstellen. Stoff habe ich nur keine Quelle bisher. Ziegel, Dörrfleisch, das ist hier nicht so gut. Deswegen das nicht machen. Aber die anderen zwei Sachen darfst du hier gerne machen. Das mögt ihr. Und wenn das fertig ist, dann kannst du auch umswitchen in den anderen Laden rein. Jawohl. Weg da. Nein, nicht da rein. Moment, das ist der falsche. Da rein. Jawohl, das mögt ihr.
So, hier brauchen wir mindestens eine Person. Ah, das Wurzeln kann man auch Mehl herstellen und das Pilzen auch. Das vergesse ich halt immer. Proviantpakete. Nehmt Eier, um Proviantpakete herzustellen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Weil dann können wir langsam echt auf Handel gehen. Eigentlich will ich das nicht. Ich will keine Fässer. Außerdem haben wir keine Bretter mehr. Was ist da los? Ich habe Bretter ausgestellt. Aber wir haben jetzt voll viel Werkzeug. Da brauchen wir erstmal keins mehr. Da brauchen wir erstmal kein Werkzeug mehr. Also nur noch Bretter hier machen, bitte. Crazy, crazy, crazy. Okay, wir können Mehl herstellen, aber wir können aus Mehl noch nichts machen. Wir brauchen noch eine Zutat. Ein weiteres Trapperlager wäre auch geil, glaube ich. Hier. Wenig Brennstoff. Ja, gut, aber jetzt haben wir... Wir haben eigentlich... Oh ja, stimmt, wir haben Kohle noch. Können wir ein bisschen upgraden, damit wir mehr Kohle bekommen, weil dann sollte Brennstoff kein Problem mehr nach kurzer Zeit sein. Moment, Brennstoff? Warum ist da Werkzeug oder Brennstoff? Das wollen wir eigentlich nicht verbrennen. Wie sieht es mit einem neuen Händler aus? Dauert noch eine Weile. Wie sieht es generell mit allen anderen Sachen aus? Wir brauchen Lichtungen. Da arbeiten wir hier. Uralte Tafeln, Lichtungen. Also hier werden wir bald an eine Lichtung kommen. Das mit dem Brennstoff ist so eine Sache. Ich hoffe einfach, die Kohle... Die Kohle. Was passiert mit der Kohle? Irgendwas muss mit der Kohle passieren noch. Irgendwohin geht die Kohle immer. Das geht halt immer instant weg. Aber gut, ja, ihr produziert Kohle. Und sobald die Kohle mal da ist, sollte es gut sein. Aber irgendwo habe ich, glaube ich, Kohle als Material auch. Ja, teilweise so als Brennmaterial nutzen die ja auch Kohle teilweise. Da muss jetzt langsam mal was passieren. Hier zum Beispiel, da darf halt keine Kohle verwendet werden. Andererseits. Haben halt gerade nichts anderes. 12 Kohle. 12 Kohle sollte doch eine Weile reichen für alle. Und jetzt dadurch, dass ich das gesteigert habe, sollte eigentlich Kohle jetzt demnächst anlaufen. Gut. Jetzt hätte ich gerne irgendwas, was sie noch glücklicher macht. Dazu bräuchte ich halt jetzt dringend... Ja, ich darf nicht weiter hochgehen, weil ich gerade Dorfbewohner... Und ja, triggert sehr stark. Also wir brauchen jetzt langsam mal Lichtung. Wir brauchen neue Optionen. Ich habe halt keine Regenmäntel. Keine Möglichkeiten dafür. Stoff. Ja, kann man wieder ein bisschen was machen. Acker. Feldfrucht. Proviantpaket schaffen wir. Das machen wir ja gerade. Feldfruchtpaket. Okay. Gucken wir mal kurz, was hier passiert. Moment. Da habe ich gerade eine 1 gesehen. Irgendwo muss doch was entdeckt worden sein. Apropos entdeckt. Was kriegen wir hier nochmal? Wurzeln. Ah, nein, das können wir machen. Das machen wir. Da holen wir uns ein paar Punkte bei der Königin. Dann ist das schon mal abgeschlossen. Weil eigentlich können wir ordentlich Punkte jetzt sammeln, dadurch, dass wir Werkzeuge haben. Eine Quelle für Werkzeuge. Okay, hier haben wir jetzt was Bösartiges. Wir haben ein großes Schlangennest. Das ist jetzt ungünstig. Das wollen wir ja nicht unbedingt. Wir haben das hier. Termitenbau. Das wäre eine Option. Oh ja. Allgemeine Entschlossenheit. Das kann ich jetzt mir nicht leisten, weil jetzt kommt der Sturm. Gib dir Insekten pro Minute. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das ist geil. Insekten pro Minute ist gut. Was haben wir hier? Ein Kräutersammler? Den könnten wir ausschlachten. Für Ressourcen? Wir opfern Stein und kriegen dafür... Ja, Pflanzenfasern für Stoff.
Ja, und was haben wir hier? Etwas für die Königin, jawohl. Und dafür haben wir ja die Werkzeuge gemacht, genau deswegen. Das ist zwar auch geil. Eieieiei. Ah, aber die Königin. Die Königin, wer denkt denn hier an die Königin? Wir müssen noch an die Königin denken. Was hast du alles im Angebot? Ah, wir hatten... Ja, damit kann man handeln. Ja, das ist auf jeden Fall. Damit kann man auch handeln. Hast du irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ja, nee. Nichts, was ich jetzt sagen würde. Die können jetzt ausgeschlachtet werden. Oh ja. Paar nette Sachen, aber nichts, was mich vom Hocker haut. Wert der verkauften Waren. Ich muss noch Waren verkaufen. Ist noch nicht viel. Ich habe noch nicht viel Wert. Aber das könnte sich bald ändern. Hier haben wir ein paar Möglichkeiten, die sich eröffnet haben. Kohlevorkommen, Eier jede Menge, Pilze. Nee, was ist das? Kupfer. Jede Menge Eier, genau. Okay. Was kann ich aus Eiern alles machen? Das ist meistens nicht die Hauptzutat, immer so eine Ersatzzutat. Aber da geht bestimmt auch einiges. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Nacht bzw. den Sturm abwarten und dann geht's ab. Dann muss ich das dort oben erledigen. Oh shit, ich hab Obdachlose. Ja, sag mal. Prio, hoch. Sehr hoch. Ich habe kein Holz. Trapperlager ist fertig. Sehr gut. Ja, ich habe schon mal neue Aufträge für dich. Ja, hier haben wir eine sehr gute Quelle. Hier kannst du ordentlich Eier sammeln. Auch wenn wir Fleisch eher brauchen. Kann bei Eiern noch mehr rausspringen? Ah, Leder. Schau mal, ein Leder. Oh, hier kann auch Fleisch rausspringen. Sehr gut. Sehr gut. Okay, die sind sehr unzufrieden. Die Zeit rennt mir auch davon. Die Jahre gehen zu Ende. Ah, ich muss jetzt echt aufsteigen hier in der Reputation. Gut, das ist abgeschlossen. Dann können wir das da angehen. Was kriegen wir da? Insekten pro Minute. Allgemeine Entschlossenheit geht runter, aber das macht erstmal nichts. Wir haben keine freien Arbeiter. Ach, deswegen geht hier nichts voran. Ich habe keine freien Arbeiter. Das ist natürlich schlecht. Allgemein gesagt ist das schlecht. Fleischherstellung brauchen wir schon. Hier Steinmetz, das brauchen wir nicht. Vier Minuten dauert das. Da kriegen wir doch bestimmt noch irgendwo jemand anderen her. Na, ich krieg gleich neue Leute. Müssten bald da sein. Achso, erstmal ein Grundstein vielleicht. Der. Also, zusätzlich Leder, das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ne, Leder. Wir kriegen Leder immer so ein bisschen und das ist die einzige Quelle aktuell so für hierfür, für Stoff, die ich gerade habe. Aber ich möchte gerade nicht Stoff herstellen, weil vielleicht kriegen wir einen richtigen Weber. Und dann werden die Ressourcen verschwendet für Leder. Ich glaube, hier brauchen wir ein wenig. Hier reicht ein weniger. Genau. Untersuch das mal. Den Termitenbau. Mach den zu einem freundlichen, damit wir Insekten bekommen. Eine relativ häufige Quelle Insekten. Wir kriegen hier keine uralten Tafeln irgendwo. Das ist schade. Da müssen wir tiefer vordringen. Okay, Steinmetzlager. Das haben wir. Ja, wir haben noch. Steinmetzlager.
Steine gibt es noch. Die können wir alle mitnehmen. Die allgemeine Entschlossenheit ist niedrig, solange das läuft. Das ist in Ordnung, solange so anfangs. Neue Leute, dann brauchen wir auch wieder neue Sachen. Ne? Das ist alles schwierig. Will ich eine will ich zwei Echsen mehr oder? Ich nehme das da. Eine gute Mischung von allem. Aber da brauchen wir auch wieder mehr Unterkünfte. Das ist eigentlich relevant, ob die rausgehen können oder ob es verbaut ist. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss zugeben, dadurch, dass ich noch kein Glück mit den Entwürfen hatte, mir fehlen halt noch einige Entwürfe. Da komme ich nicht voran mit denen. Die kann ich nicht glücklich machen so lang. Ich müsste den Handel beginnen. Hätte ich auch gerne uralte Tafeln. Und wir haben ja noch keine anderen Dörfer, deswegen ist der Handel noch gar nicht so leicht. Baumaterial in Pakete, ja schön. Hilft uns alles nichts. Das könnte interessanter werden, wenn der kommt. Jawohl, Reputationsgewinn. Tuchmacher, oh ja. Ah, Lederarbeiter ist auch nicht schlecht. Aber wir brauchen was, was Mäntel macht. Jawohl, zwei Fraktionen, die Mäntel gerne mögen. Tuchmacher. Da haben wir zumindest etwas, womit wir den Stoff verarbeiten können. Genau, 5 pro Minute. Das ist nicht schlecht. Aus den Insekten kann man Dörrfleisch herstellen. Kräuterbeeren, Pilze. Kräutersammler, Lager ist ein verbessertes Lager. Wir haben bloß ein kleines Lager, oder? Gut, wir haben gar kein Lager aktuell. Wobei, die ist einfach bloß jetzt fertig. Unten gibt es noch ein paar Pilze. Lohnt sich also nicht. Ich hab zu wenig davon. Dementsprechend, das können wir auch abreißen. Kriegen dafür Stein und Fasern. Mhm. Und hier gönnen wir... aber nee, wir müssen die Königin befrieden. Wir müssen die Königin etwas befrieden. Also, los geht's. Und wir kriegen da sehr viel Bernstein. Oh ja. Bernstein ist geil. So, jetzt haben wir noch ein paar Leute, die können an verschiedenen Ecken arbeiten. Wir brauchen für den Tuchmacher brauchen wir Stoffe. Stoffe kriegen wir aus den ganzen Materialien. Jawohl. Und aus den Stoffen brauchen wir Trinkschläuche für irgendetwas. Wow, wir haben viel Fleisch. Kostet aber Leder. Kostet alles Leder. Pigment. Und Leder. Ja. Ich würde sagen, das nicht, aber ein paar Schriftrollen vielleicht für irgendwas. Vielleicht können wir sie auch handeln zur Not. Das mag sie. Kostet halt das Leder, das ich eigentlich für Stoff brauche. Ach so, weil jetzt Holz fehlt. Ah, das mit dem Holz ist echt ein Problem. Das Holz ist ein Problem. Dabei sind schon die guten Leute da am Holzfällen. Kein verfügbares Erz für die Mine, das ist okay. Dann können wir sie mal umstellen. Oh, Mine lässt sich nicht umbauen. Mine, kann nur Kohle, blablabla. Was ist das? Upgrade, wähle ein Upgrade. Was war? Upgrades? Was ist denn das? Das sehe ich ja zum ersten Mal. Die Mine kann upgradet werden? Kann ich die Mine nicht abreißen oder umstellen? Das ist, schade. Sonst konnte man ja alles umbauen. Dann muss ich halt eine neue Mine bauen. Macht auch ein bisschen Sinn, aber...
Bei den anderen macht's doch, kommt's doch auch nicht auf Sinn drauf an. Verschieben nach. Da gibt's auf jeden Fall auswählen. Verschieben nach. Naja. Nicht so wild. Wir haben hier sowohl Kupfer. Jawohl, wenn das abgebaut ist, dann stellen wir dort eine Mine hin. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hm? Ist das das Symbol, wenn wir da eins runtergehen? Ich habe echt ein Problem gerade. Dadurch, dass ich echt keinen Bäcker bekomme, keinen Warenhersteller, der irgendwas aus dem Mehl machen kann, habe ich echt ein Problem. Und... Ah ja, ich könnte hier was machen. Leder. Leder ist schwierig. Müssen wir irgendwas mit Handelswaren machen? Eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir da gar nichts machen. Gibt es eigentlich neue Aufträge? Ja, es gibt schon längst neue Aufträge, verflucht. Das habe ich ganz vergessen. Feldfruchtpakete müsst ihr da halt herstellen können. Ach, das ist schwierig. Feldfruchtpakete, dann brauche ich ja so ein ekliges... Oder, Moment, wo kommen die alle her? Habe ich vielleicht irgendwas anderes zur Auswahl? Feldfruchtpaket? Nee. Brauerei, Getreidespeicher, makellose Brauerei, alles nicht. Brauerei würde ich normalerweise auch noch nicht nehmen. Die Luxusgegenstände davon... Habe ich noch nichts. Also müssen wir so einen ineffizienten, behelfsmäßigen Außenposten machen. Wo ist der denn? Da. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft, dieses Teil. Und auch dafür brauchen wir Holz. Wir brauchen für alles Holz. Eigentlich ist... na gut, Holz sollte eigentlich für Kohle und sowas genutzt werden. Wow! Okay, Mehlproduktion läuft. Das läuft wirklich auch. Das läuft. Ah ja, hier haben wir was Neues. Sieht uncool aus. Sieht langweilig aus. Magische, der Kern der Maschine könnte hier zerstört alles in einem Umkreis von 10 Feldern. Jetzt ist es die Frage, zerstört es auch Ressourcen? Was passiert hier? Es entzieht den Boden um sich herum feuchtig und wandelt es in Sommerwasser um. Zählt als Dekoration. Aha. Wir haben das Werkzeug. Wir haben sonst nichts. Ha! Ha! Oh oh. Ich befürchte, ich kann die Explosion nicht verhindern. Ich habe weder Keramik noch anderes gemacht. Kann man alles machen, habe ich aber nicht gemacht. Oh, Bretter braucht man, glaube ich, gerade nicht mehr. Ah, wir können aber auch hier nichts machen. Die können gerade beim Tischler nicht viel machen. Luxusgüter haben wir auch nicht. Fässer kann ich nicht herstellen. Du sollst kein Proviant herstellen. Baumaterialien möglich. Ja, wenn auch nicht schön. Und Feldfrucht. Das darfst du herstellen. Okay, was machen wir hier? Alles im Umkreis wird zerstört. Kriegen wir irgendwas Sinnvolles? Stoff. Der Weber. Handelswaren können da produziert werden. Ja, der Weber. Dann haben wir auf jeden Fall eine gesicherte Quelle an Stoff. Dann sollte das aufhören. Hier brauchen wir gar nichts mehr. Das brauchen wir überhaupt nicht mehr. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Sachen abzureißen? Das sehe ich gar nicht. Ja, es fehlt immer noch Holz. Die kommen scheinbar nicht dazu, sich Holz zu gönnen.
Also, was machen wir jetzt mal hier? Ja, wir nehmen das da. Das habe ich ja jetzt aktiviert sozusagen. Was machen wir hier? Puh. 30... Boah, lecko mio. Bedürfnis nach Kuchen erfüllt. Schwierig. Tischler kann das produzieren, Weber kann das produzieren. Ha! Das müssten wir forcieren. Nee, das kriegen wir nicht hin. Okay, das müssten wir auch forcieren. Das wird höllisch! Ach du Schande. Also, ich habe echt Probleme hier. Wo sind wir denn gerade? Sind wir nicht im Sumpf wieder? Warum habe ich solche Probleme? Ja, wenn ich einen Bäcker bekomme, würde ich das easy schaffen. Ja gut, aber das schaffe ich eher als Braun, weil Braun mache ich gar nicht. Also wir brauchen einen Bäcker, sonst haben wir verloren. Eieieie, wir haben so oder so wahrscheinlich verloren, wie es aussieht. Ich brauche dringend Holz, aber ich muss die jetzt zurückziehen, weil sonst... Ah ja, das Geräusch war wirklich, dass die Boshaftigkeit zurückgeht. Okay, so sind sie zumindest ein bisschen zufrieden. Weber, geil. Arr. Ich hab ke... Was? Da muss man umjustieren. Hier. Trainingsausrüstung. Ja, wir können die zu irgendwas verwenden. Hier. Oh, Mehl können wir da umwandeln. Na, da haben wir wenigstens eine Verwendung für Mehl. Aber Pigment könnte man theoretisch auch hier nehmen, wenn wir denn welches hätten. Pigment und Mehl kann daran verwandelt werden. Ja, Trainingsausrüstung. Erkunderhütte. Tee-Doktor. Tee-Doktor? In Tee-Doktor kann man Schlägereien machen? Wir können... Ja, aber Verkaufsware ist es nicht schön. Das ist keine schöne Verkaufsware. Das Teil wird explodieren. Das kann ich nicht verhindern. Außer... Der Händler bringt was eine Lösung. Aber sonst kann ich da nichts machen. Gut. Proviantpakete haben wir jede Menge. Vielleicht können wir was handeln. Wir könnten Bretter handeln. Machen wir mal. Why not? Kriegen wir ein bisschen Bernstein. Ansonsten... Oh ja, gut. Oh ja, oh ja, oh. Nachdem es explodiert ist, gehen wir dorthin. 10 Meter. Was ist 10 Meter in 10 Metern? Ja, das ist der Radius, wird sogar angezeigt. Sehr gut. Ah, hoffentlich werden die Ressourcen nicht zerstört. Ja, ich würde es doch gerne abreißen, aber mir fehlt... Wasser. Vielleicht werden wir einfach mal gezwungen, Wasser zu machen. Wie ging das? Regenkollektor. Bauen wir doch einfach mal und schauen, was passiert. Ja. Kann doch nicht wahr sein. Ich kann nichts. Ich sehe halt nicht, wo das Holz dauernd hingeht. Ich habe den Überblick verloren. Das ist das Problem. Ja. Komm. Jawohl. Ende. Hack den Wald ab. Wir brauchen. Feindseligkeit. Das ist nicht schlecht. Verwandte deiner senden die Geschenke, weil ihren Familien gut behandelt. Alte je vollen durch hohen Schlauch. Reparationspunkt 40. Trinkschläuche? Okay, Dampfkocher. Ich hoffe einfach mal, das schaffen wir noch irgendwie. Das hängt aber davon ab. Ja, ich brauche sehr viel Reputation. Und das gibt halt nicht mal Reputation. Das gäbe Reputation, wenn ich denn... Ja, habe ich. Das habe ich... Habe ich das gesehen?
Bierfässer. Das kann ich abbauen. Will ich Bier? Oder will ich lieber das? Das will ich, glaube ich, lieber. Naja. Nimmt sich nicht viel, ehrlich gesagt. Aber das Bier könnte man verkaufen, theoretisch. Das da und hier das hier. Die haben nichts zu tun. Ja, weil es an denen Ressourcen fehlt. Brauchen wir Bretter? Na, theoretisch bräuchten wir auch wieder langsam Bretter, aber die können eigentlich erstmal jetzt wieder arbeitslos sein. Regensammler. Okay, hier wird Regen gesammelt. Reicht das in der Geschwindigkeit aus? Wahrscheinlich nicht. Hätten wir früher gebraucht. Was bietest du? Okay, du bietest ein paar Sachen an. Viele Sachen, die ich sonst noch nicht besessen habe. Wir haben viel Geld. Schauen wir mal, was brauchen wir hier? Trinkschläuche, Fässer. Naja, du hast schon die Waren, die dann hochwertig sind im Angebot. Regenmäntel brauchen wir nicht. Kuchen hast du keinen dabei. Frech eigentlich. Keinen Kuchen dabei. Und die Wasserproduktion, das wird zu langsam. Kann man... Wobei, wird es langsam... Das könnte klappen. Das könnte ich noch hinbekommen. Es funktioniert. Das Wasser wird gesammelt. Ja, doch, das kriegen wir hin. Wir können es niederreißen und dann haben wir Kupferbarren, was wir in Werkzeug umwandeln können. Und Kohle ist auch nicht schlecht. Es wird knapp, aber es wird machbar. Ja. Wir nehmen Ziegel. Ziegel haben wir zu Genüge. Und da müssen sie nicht so viel schleppen. Ja, was? Ja, Ziegel. Jetzt brauchen wir bloß Leute. Oh, perfekt. Zwei Leute sind da. Das da. Ab die Post. Geil. Können wir das befrieden. Rechtzeitig. Weil dann haben wir hier eine sehr geile Quelle. Mit der wir Leder herstellen können, was wir ja in wunderbaren Stoff umwandeln können, was auf jeden Fall die Mäntelproduktion sicherstellt. Wir könnten halt auch Trinkschläuche herstellen. Wenn wir jetzt die Lederproduktion gesaved haben, können wir das machen. Durchaus. Und dann können wir irgendwas aus Trinkschläuchen herstellen. Zu irgendwas können wir das dann schon gebrauchen. Wir brauchen eine neue Mine. Das war ja auch. Das wollte ich ja machen. Ach ja, sobald es abgebaut ist. Nee, das dort oben sollte abgebaut werden. Das ist jetzt abgebaut. Die Mine hier. Ah, geht nicht komplett. Hm, schade. Mist, geht überhaupt nicht gut. Hm, da müssen wir was machen. Wo ist... Da ist eine Holzfälle, wo ist der andere Holzfälle? Da ist der andere Holzfäller. Da soll man hier hingehen und hier Platz schaffen. Ja, oh, das wird geschafft. Aber es bringt mir nichts. Es bringt mir gar nichts. Es befriedigt die Königin kein Stück. Die Königin ist dadurch nicht zufrieden. Mehr Leute. Wir müssen jetzt expandieren. Wir müssen jetzt gnadenlos expandieren. Wir brauchen Holz. Warte, kann ich auch was anderes als Holz nehmen? Bretter. Hm. Ist das besser? Nicht unbedingt. Brauche ich wieder den Schreiner. Da brauchen wir wieder hier Leute, die hier Bretter herstellen. Nach Keksen habe ich was erfüllt, natürlich. Luxusgüterpaket. Eieieiei. Handelswaren werden hergestellt. Handelswarenpaket, ja. Luxusgüterpaket, wo kriegt man das nochmal her?
Wo kriegt man nochmal Luxusgüter? Irgendwo konnte man Luxusgüter probieren. Paket ist hier. Luxusgüter. Da nicht. Luxus, Luxus, Luxusgüter. Ich hätte es doch nicht genommen, wenn ich keine Chance dazu hätte, oder? Na doch, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das einfach mal so mache. Ja. Schwierig. Äußerst schwierig. Weihrauch könnten wir eigentlich auch noch herstellen. Weihrauch ist ja eine Art von Luxusgut. Aber wo kann ich jetzt rausfinden? Oh ja, hier. Oh, das ist gut. Baumaterialienpaket, Feldfruchtpaket, jeweils eins. Wir können natürlich auch mehr verticken. Aber ich brauche es ja auch noch für andere Sachen, oder? Baumaterialienpaket? Nein. Baumaterialienpaket brauche ich nicht. Warum habe ich das dann gebaut? Weg damit. Feldfruchtpaket brauche ich. Moment, das ist Feldfruchtpaket. Jawohl. Da haben wir 8 Stück. Ja, lass mal so. Ich brauche gescheite Händler. Gescheite Händler braucht das Land. Ich habe echt ein Problem. Ich komme nicht voran, weil ich kein gutes Rezept bisher bekommen habe. Ich muss jetzt eigentlich mit den Holzfällern... Ich muss jetzt aggressiv vorgehen. Ich muss jetzt die großen Lichtungen angreifen. Na gut, dann gehen wir hier hin. Valamogulis. Los geht's. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Chancen, die Königin glücklich zu machen. Jawohl. Es wurde befriedet. Wir kriegen da Sachen. Und du wander mal um. Spezialisier dich nur auf das Fleisch, das ist geil. Weil wir da eben so viel zusätzlich bekommen, ist das geil. Da sollten vielleicht auch die richtigen Leute arbeiten, würde ich mal behaupten. Genau, extra Produktionschance. Ja, was machen wir mit so einem Wasser jetzt? Tank ist gefüllt. Was macht man mit jetzt diesem Wasser prinzipiell? Wofür ist das jetzt? Außer für so Effekte. Ich könnte ja theoretisch die bevorzugen und dann wird es auch besser. Aber ich brauche jetzt einfach mal Reputationsevents. Um voranzukommen. Das wird auch gleich abgeschlossen. Das ist gut. Werte verkauften Waren kriegen wir auch hin. Kupfererz sollte auch machbar sein. Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz. Mine, 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 Mine. Tja, ich sehe nicht, wie gefährlich eines der Gebiete ist, deswegen... Ja, auf gut Glück. Können wir da einfach weitermachen. Aber wir brauchen eine, also die expandieren und die sammeln weiter Holz. Aber in der Nähe. Jawohl, dann wird das auch endlich mal fertig. Wir haben gar keine Behausungsprobleme. Ist gering. Okay, dann müssen wir ein paar zurückziehen. Nee, was kann ich dagegen machen? Hohe Feindseligkeit. Ja, was kann ich dagegen machen? Gib mir einen Hinweis. Ich kann dagegen nichts machen. Also dann wieder raus. Ja, die Feindseligkeit könnte ich ein bisschen drücken, aber bringt ja nichts. Also werden jetzt wahrscheinlich welche gehen. Macht nichts. Ich habe sowieso gerade viele Leute. Das macht es dann ein bisschen leichter, würde ich sagen. Sogar. Lustigerweise. Rio 5. Ich brauche das Kupfererz. Jawohl, wir haben Sachen geschafft. Oh, ja, das zählt auch als verkaufte Sachen. Gut, 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 gut. Wir brauchen... Ja,
die Königin und ihre Effekte. Extra Leute. Naja, nicht das, was ich unbedingt brauche. Das hingegen nicht schlecht. Aber wir holen uns erstmal das und hoffen auf. No! Da ist nichts dabei. Da ist gar nichts dabei, was ich gebrauchen kann. Oh, das ist ja Mist. Ich brauche doch einen Produzenten für leckeres Essen. Wir haben Haferbrei. Mit Haferbrei kann man da was machen. Ah, dafür brauchen wir Wasser. Okay, das kriegen wir hin. Haferbrei können wir machen. Haferbrei mögen aber, glaube ich, bloß die Biber, wenn ich das... Oder? Freizeit... Was? Ah, wir hätten Bier. Wir hätten Bildung. Tatsächlich Oh ja. Wir hätten Religion. Bildung. Ich glaube, ich muss auf die... Aber da brauche ich auch erst die Gebäude und die kriege ich auch nicht. Biber sind schlecht. Ich brauche Menschen. Mit Menschen könnte ich eher arbeiten. Na, wobei, ist eigentlich egal. Die brauchen halt Lux. Das sind halt drei Sachen, da brauche ich extra Gebäude. Biber sind nervig. Biber sind nett wegen schnell Holzfäller, aber sonst sind sie nervig. Also auf Biber kann ich nichts drauf geben. Ich muss schaffen, dass ich die irgendwie befrieden kann. Ich brauche Kuchen. Kuchen. Kekse. Oder Fleischspieße. Eingelegtes Essen. Und hier wird gar nichts davon angeboten. Überhaupt nichts. Wein könnte man für ein paar Sachen gebrauchen. Dann die Brennerei. Die müssen wir irgendwo auch noch natürlich hinbauen. Und dann... kann ein bisschen... Aus Schilf macht man Weine, okay. Die können Wein herstellen, brauchen aber Keramik... oder Trinkschläuche können wir herstellen, sehr gut. Dann können wir Wein herstellen. Und Wein für Luxus. Bei Schenke gilt... Ja, und die brauchen wir, die Gebäude. Erst später im Spiel kann man die Sachen freischalten, dass einige Gebäude, wie zum Beispiel das Menschenhaus hier, dauerhaft in den wesentlichen Rezepten drin sind. Da gibt es auch noch andere später. Dadurch wird es natürlich leichter, wenn man gleich von Anfang an Auswahl hat und die dann auch nicht mehr extra nutzen oder nehmen muss. Das warte ich aber erst ab, bis der Sturm rum ist. Wir könnten hier Trinkschläuche machen, wir aber brauchen wir nicht. Also Wein und Haferbrei ist machbar. Welches Wasser verwendet wird, ist mir egal. Brei soll gemacht werden. Fässer können theoretisch auch hergestellt werden, wenn sie nur wollen. Kann man vielleicht für irgendwas gebrauchen später. Gegangen sind sie. Kein Vorkommen mehr. Gibt's noch irgendwo was? Nix? Gar nichts? Oh, wir haben hier was freigeschaltet. Etwas, was die Königin zufriedenstellen würde? Wenn wir Werkzeug hätten. Wir haben kein Werkzeug. Ah, das tut weh, das tut weh. Nee, das ist schlecht. Wir brauchen Werkzeug. Dann kommt der nächste Händler. Dauert noch eine Weile. Und der könnte Werkzeug haben, tatsächlich. Ich weiß gar nicht. So. Aber bei Nahrung entwürfeln. Nein, der hat Nahrungsmittel. Den brauchen wir nicht. Alternativ. Tja, wir haben keine Mäntel auf Lager? Bitte was? Was haben wir hier? Weihrauch. Weihrauch haben wir doch schon hergestellt. Ja, oder Schriftrollen. Öl. Noch besser. Nehmen wir Öl. Ah, shit, das... Die allgemein entschlossen. Ja, gut, das nehmen wir. Das nehmen wir auf jeden Fall. Jawohl, das nehmen wir auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ein Pochwerk. Was ist denn ein Pochwerk? Keramiken kann man da herstellen. Ja, brauchen wir nicht. Er zwingt. Bringt mir aber nichts. Königin. Jawohl, Königin. Ah, brauchen wir auch Werkzeug. Werkzeug. Ich habe Werkzeug vergessen, die ganze Zeit herzustellen. Was sind denn da? Ufer brennen. Okay. Erhöht die Produktionsgeschwindigkeit von kupferbaren, kristallierten Tau und allen Rezepten, die metallbaren erfordern. Du
kann ich jedes Mal, wenn ein Dorfbewohner stirbt oder weggeht, erhältst du Bernstein. Ja, das passiert jetzt in nächster Zeit häufiger. Ich befürchte... hier gibt es überall so viele gute Sachen, aber... eigentlich nicht. Hohe Stein... große Steinquelle. Das ist wirklich verflucht. Wir haben... was ist das? Gravide. Geboren steigt den roten Berg, der Feuer unter den Füßen werden inzwischen. Okay, ein gravierter Monolith, der die Harmonie triggert. Eine Lichtung brauchen wir dann noch. Aber ich hätte gerne jetzt erstmal... wobei, ich kann noch was anderes nutzen. Ah, Teile. Ja, dann nutzen wir Teile. Der Sturm war selbst zu... die Feindlinge... aber jeder... wenn dieser Effekt aktiv ist, wird die Feindseligkeit deutlich erhöht, aber jeder aktive Handelsweg... ja, dann... haben wir einen aktiven Handelsweg. Wenigstens einen. Aber das müssen wir so schnell wie möglich machen. Königin, sei zufrieden mit uns. Ach, du Heilige. Königin, wir müssen jetzt rushen. Wir müssen jetzt sowas von rushen. Ich brauche dringend. Hier, was? Oh, will gerade sagen, warum sind hier so wenige? Kein Wunder, dass ich hier nichts mache, dass hier nichts passiert. Königin, wir müssen jetzt so schnell wie möglich rushen und Ereignisse lösen. Tja, dann wisst ihr, was ansteht. Wir müssen hier weitere Gebiete einnehmen. Wir müssen weitere Gebiete hier und hier... brauchen wir mehr Lösungen, mehr Möglichkeiten, um Punkte, Reputation zu gewinnen. Luxusgüterpaket. Immer noch Lux... wo kriege ich das? Ich bräuchte hier eine Übersicht, wo ich irgendwas herbekomme. Rezepte... da, das da. Wo? Tischler. Tischler. Genau sowas brauche ich. Wo ist der Tischler? Hier ist der Tischler. Luxusgüterpaket. Da, da, da. Ja. Tischler. Mach. Mache hinne. Ja, die produzieren auch gerade ordentlich Werkzeuge, sehr gut. Einen Händler könnte ich gut gebrauchen. Also jetzt wird's hektisch. Jetzt wird's richtig hektisch. Warum ist das noch nicht fertig? Ah, Bretter. Tischler. Am Tischler mangelt's. Den habe ich vernachlässigt. Ich brauche keine Leute. Aber bei Werkzeugen nehme ich. So viele Menschen. Das macht nur den Wald noch... ich kann keinen Punkt durch das da bekommen. Ich muss jetzt durch Expansion. Schaut euch das an, wie schlimm das ist. Wir sind gerade im Nieselregen. Was ist denn das? Jetzt muss ich halt Vollhelm gehen. Jetzt Feindseligkeit on the top. Jetzt geht's nicht anders. Jetzt wird alles feindselig hier gemacht. Ich brauche einfach mehr. Ich brauche mehr Holz. Daran mangelt's. Steinmetz hat nichts mehr in der Nähe. Das ist daran, da können noch mehr arbeiten. Steinmetz, Steinmetz. Ja, hier Steine sind sehr viele da. Moment, haben wir nicht sogar... hier, große Steinquellen ist noch besser. Ich muss jetzt eigentlich überall mal reinschauen und schauen, haben die nicht irgendwas, was ich gebrauchen kann? Genau, der Steinmetz arbeitet ja und dann können wir auch da eins abbauen. Kriegen wir ein paar weitere Ressourcen. Hier wollen wir die Punkte haben. Die sind wichtig. Hier wollen wir die Punkte haben. Ist wichtig, sind 1,75. Dann brauchen wir noch... ja, 5, 6 müssen wir fertig schaffen. Eins haben wir jetzt fertig geschafft, geil. Sollten wir vielleicht auch mal abgeben. Dann kriegen wir Stuff. Wobei, das sollten wir dann abgeben, wenn Sturm ist. Weil dann habe ich dadurch einen kleinen Effekt, der gegen das Unwohlsein gegenwirkt.
Ja, du. Gib mir irgendwas, was nützlich ist. Werkzeuge sind nützlich. Oh, dort unten vielleicht. Kekse können jetzt im Brennofen. Ja! Kekse. Schnellere Händler kann ich gebrauchen. Kuchen. 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 Werkzeuge. Ah, wobei, ja doch, Werkzeuge. Stoff. Ah, gut, Werkzeug ist zu teuer. Ein bisschen. Irgendwas, was sehr gut wäre. Kekse. Ja, Kekse wäre... Kann ich aber jetzt auch herstellen. Okay. Nein. So ist okay. Da können wir noch was Kleines noch dazu nehmen. Ein Keks vielleicht. Ja, ein Keks geht da. Ah, geht nicht. Wie teuer das alles ist. 7 und 3. Mehl können wir dazu nehmen. Ein Mehl. Na gut. Ein Haferbreigänger. Ach, egal. Okay. Kekse können jetzt im Brennofen. Wo? Da. Sehr. Nein, wir haben keine Kräuter mehr. Mal keine Wurzeln mehr. Unangenehm. Die werden für irgendwas verarbeitet. Das weiß ich. Zu irgendwelchen anderen Zutaten. Oh, die können da durchlaufen. Cool. Händler, danke. Der Händler hat schon ein bisschen was gebracht. Ich kann jetzt Kekse herstellen. Luxusgüterpaket dauert noch. Das haben wir. Eine Lichtung fehlt noch. Biberbrüder. Wie sieht's mit Behausung aus? Ah, fehlt. Nein, wird gerade gebaut. Endlich mal. Ja, dadurch sollte jetzt auch mehr Holz kommen. Bedürfnis nach Keksen erfüllt. Bedürfnis nach Kuchen erfüllt. Oh, shit. Da hätte ich... Habe ich den Kuchen gekauft? Ich habe den Kuchen gekauft, oder? Sind wir dann dauerhaft bevorzugt? Also ein bisschen Hilfe bei der Befriedung könnte ich schon gebrauchen, glaube ich. Wie sieht es eigentlich jetzt mittlerweile mit dem aus? Oh ja. Ah ja, stimmt. Wir haben auch ein bisschen was gekauft sogar. Dann tragen wir mal das ab. Oh, da gibt es halt gute Stuff. Gute Stuff gibt es hier. Wobei... Feldfruchtpakete haben wir. Brauchen wir? Ja, brauchen wir dafür. Für eine Quest brauchen wir, aber für mehr nicht. Dann kann ich auch die Feldfruchtpakete langsam mal ausstellen, weil für mehr brauchen wir sie nicht mehr. Zumindest questtechnisch. Und da gehen, glaube ich, auch die Wurzeln immer rein. Ja. Wobei. Ich kann sie immer noch gebrauchen. Mach halt Getreide damit. Hier, das sollte ich ausstellen. Das verbraucht immer zu sehr. Da brauche ich nichts mehr. Wir haben bald eine Wir haben noch keine einzige uralte Tafel. Das ist ärgerlich. Oh, da können wir jetzt endlich mal was machen. Wir brauchen das Kupfererz. Ja. Oh, die mögen das. Na gut, dann geht da rein. Kurz mal überlegen. Kupfererz kriegen wir hierher. Die Lichtung kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. 5 Sachen kriegen wir hin. Okay, wir brauchen... Okay. Rein theoretisch alles machbar. Luxusgüterpakete. Das ist das, was fokussiert werden muss. Gut, Werkzeug auch, aber Luxusgüterpaket muss fokussiert werden. Dazu brauche ich ein paar Luxusgüter. Wo wurde nochmal Weihrauch hergestellt? Hier wird das hergestellt. Das können wir auch gebrauchen natürlich. Wo kriegen wir nochmal Pigment her? Haben wir nicht auch irgendwo Pigment herbekommen normalerweise?
Wir brauchen kein. Haben wir nicht irgendwo Weinherstellung? Moment, Handelswarenpaket. Brauchen wir das überhaupt noch? Handelswarenpaket brauchen wir nimmer. Das kann aufhören. Die können sich nur um Stoff kümmern. Du, gab es mittlerweile irgendwo. Das ist traurig. Keine weiteren Pilze bisher gefunden. Du, kannst natürlich nichts machen, wenn hier nichts ist. Nährboden haben wir auch bloß ein einziges Mal gefunden bisher. Bisschen wenig, aber überlebenswert. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen weiteren Punkt, damit wir was schaffen. Ach ja, ich will abwarten, was hier rauskommt. Vielleicht brauchen wir hier Werkzeuge, deswegen. Deswegen sind sie hauptsächlich hier. Ich werde nicht mit Entschlossenheit da irgendwas reißen können, aber wir können anderweitig was schaffen. Okay, gibt's was, um die Königin zu befrieden? Ja. Und wir brauchen dafür Werkzeug. Und sehr gut. Der Tempel erfordert Opfergaben, zerstört alle Handelswaren im Speicher. Das wäre uncool. Oh, perfekt. Dann nehmen wir lieber das da, weil davon haben wir genug. Die Königin wird glücklich. Passt. Nehmen wir. Wird abgehandelt. Was ist das? Ein Werkzeugladen. Was kann der? Werkzeugproduktion logischerweise, aber Rohre und Fässer brauchen wir nicht. Oh ja, das wird ausgeschlachtet. Dann haben wir sogar das Kupfer, theoretisch. Und hier kriegen wir, ja, aber da warten wir auch lieber erst ab, was da drüben als Ereignis kommt oder dort unten. Hier hätten wir auch. Oh, Moment. Hier gibt es Pilze. Haben wir wieder was verdient. Das ist sehr gut. Zwei sogar, die hier arbeiten können. Ah, ein kleiner Primitive. Natürlich können. Aber da ist Nährboden auch oben. Das ist schön. Wenn wir dann was daraus machen könnten. Okay, hier passieren jetzt gerade Dinge. Die sind gut. Wir müssen bloß aufpassen, dass die Ungeduld nicht zu hoch wird, weil irgendwann müssen wir mal hier was dagegen machen. Außer vielleicht, es gibt Sachen, die ich schon vormache. Oh ja, das wäre eigentlich schon vorher sinnvoll, weil wir daraus gleich zusätzliches Werkzeug machen könnten hier. Jawohl, können wir wieder 20 Werkzeug machen, was uns wieder an anderen Stellen weiterhilft. Fleischspieße und Kekse. Kochhaus ist gut. Das können wir gebrauchen. Das Kochhaus hilft ein bisschen, den kommenden zukünftigen Frust zu unterbinden. Priorität hochsetzen. Ich brauche dafür Ziegel. Ziegel habe ich nur die Quelle hier. Dafür brauche ich Steine. Steine werden ja abgebaut, oder? Ja, Steine werden hier abgebaut. Das wird jetzt jedes Mal kommen. Aber es macht nichts, ich kriege auch jedes Mal wieder neue Leute. Und das immer mehr. Das ist das Schlimme. Wir müssen jetzt rasant expandieren, um hier Befriedung zu schaffen. Drei Stück schon. Drei. Sehr gut. Vier. Kupfererz läuft auch gerade an. Uralte Tafeln kriegen wir nicht hin. Dann Bauarbeiter. Moment, 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 Moment. Vier. Ach so, ja, und durch das Abbauen von irgendwelchen Sachen kriegen wir natürlich auch Punkte. Ungeduld plus drei. Grundstein. Lederproduktion nochmal deutlich boosten. Das wäre nicht schlecht. Öl ist auch nicht schlecht, aber Lederproduktion deutlich boosten, weil dann haben wir sicher auf jeden Fall alles. Ja, sind gegangen. Schade. Wichtig ist, dass die nicht irgendwo gehen, wo ich sie brauche. Das kann immer mal passieren. Sollte aber nicht. Ja, mach mal ein wenig schneller. Ich möchte hier wissen, was passiert. Ich möchte hier sehen, wo ich mein Werkzeug sozusagen jetzt am sinnvollsten. Wenn das 2 geöffnet wurde, kümmere ich mich darum, um alles zu machen. Dann wird abgeschlossen. So, hier haben wir was.
Habe ich davon irgendwas? Ja, Weihrauch. Gerade so. Gerade so. Aber will ich das? Hier gibt's einen Punkt. Ja, das will ich auf jeden Fall. Ich will es zwar eigentlich nicht, also eigentlich will ich es nicht, aber es muss weg. Das ist mir Latte. Das ist unwichtig da. Können wir schon mal losschicken? Jetzt haben wir ja massenweise Werkzeug, weil jetzt beginnt es, jetzt kassieren wir ein. Das ist eigentlich auch eine gute Taktik. Werkzeug akkumulieren. Oh, was ist das? Plündern. Ah, kriegen wir aber einiges. Oder... Ja, das ist easy. Händler haben Angst, das wollen wir nicht. Jawohl. Ein Bäcker könnte man gebrauchen. Eine Distillerie, auch nicht schlecht. Bier. Ja. Keramik könnte man herstellen. Oh, Pigment. Wow. Ja, brauchen wir aber nicht mehr. Und hier gibt's 0,5 Punkte. 0,75. Auch gut. Jawohl. Jetzt wird ausgeschlachtet. Die Holzfäller können jetzt in der Nähe Holz fällen. Ich brauche die jetzt nicht mehr zwingend. Die müssen halt nur noch den Laden am Laufen halten, sozusagen. Weil jetzt wird einfach nur befriedet. Voila. Jawohl. Wenn die Sachen abgeschlossen sind, haben wir es geschafft. Also die Königin wird jetzt spontan sehr ungeduldig, aber das sollte nicht passieren, weil ich habe ja noch die Möglichkeiten hier, Sachen abzugeben. Und wir kriegen noch mehr Leute, die uns viel Leder mitbringen, aber kein Haus bekommen. Die kriegen gar nichts. Uralte Tafeln habe ich keine einzige Chance gehabt die ganze Zeit. Kekse hätte ich erfüllen können und Kuchen... Ja, vielleicht hier mit dem Luxuswaren. Das wird nochmal interessant, was der da bringt. Brauche ich aber nicht mehr. Weil sobald die Sachen hier alle abgebaut sind, habe ich genügend Pluspunkte bei der Königin, damit sie zufrieden ist mit dieser Siedlung. Auch wenn der Wald ziemlich ärgerlich wurde. Aber meine Angst vorm Wald ist auf jeden Fall runtergegangen. Also ich habe jetzt festgestellt, ja, man kann damit leben. Das ist jetzt nicht, die Ungeduld ist schlimmer als die Angst vorm Wald. Scheinbar. Ja, da gehen halt ein paar Leute weg, aber umso länger das geht, umso mehr Jahre vergehen, umso mehr kriege ich auch wieder dazu. Das ist der Punkt. Was ich auf jeden Fall gelernt habe jetzt bei diesem Durchgang, Werkzeuge, wenn man da eine Quelle für Werkzeug hat, ist das sehr gut. Irgendeine Quelle für Werkzeug. Damit kann man sehr viel machen. Wir haben sehr viel Kohle. Davon könnte ich mir super Sachen leisten. Und ich könnte mir jetzt hier Weihrauch leisten, das würde ich mir tatsächlich auch normalerweise leisten. Oder Wein. Das würde ich mir jetzt gönnen. Was heißt automatisch? Achso, automatisch heißt bestimmt Ausgleich des Wertes. Ich würde mir Regenmäntel leisten. Ich würde halt jetzt richtig gut einkaufen. Warum nicht das Leder auch? Das kann man gebrauchen. Ich habe so viel Kohle. Die ganzen Luxuswaren nehme ich alle jetzt im Late Game. Ja, Keramiken. Ja, kann man was draus machen? Ich kaufe den leer und habe immer noch. Weinproduktion. Würzbier ist sogar noch besser als normales Bier, wenn der Effekt Freizeit wirkt. Jawohl! Feindseligkeit erstmal permanent reduzieren. Ja, Kräuter. Wir haben keine Quelle für Kräuter, also her mit den Kräutern. Der Rest, ja, voila. Genau. Ich hab jetzt mittlerweile so viel Luxusgüter. Das habe ich ein bisschen zu exzessiv betrieben. Also jede Menge Handelswaren. Schaut euch das an. Was ich dem alles anbieten könnte. Geil. Andere positive. Ja. Voila. Sehr schön. Dadurch haben die jetzt Stuff, um glücklich zu werden. Glücklicher zu werden. Die haben jetzt ordentlich schöne Sachen. Ich könnte jetzt hier Luxus und sowas irgendwie was machen mit dem Zeug. Wenn ich die Gebäude hätte. Die habe ich aber nicht. Ich... Ja.
Kekse und sowas gab es nicht, deswegen schade. Kann ich den nächsten? Sofort. Rohkost, Entwürfe, Baumaterial. Okay. So ein Gemischtwarenhändler, der als nächstes kommt. Wann ist denn jetzt mal was? Ah, ist schon. Okay, ich will das nächste Rezept noch sehen. Sehen wir gleich, wenn ich was abschließe. Das zum Beispiel. Was wäre jetzt zum Ende noch gekommen? Zum Ende hätte ich jetzt wahrscheinlich... Puh, was brauchen die? Luxusbildung, das und das. Ah, davon wäre gar nichts so wirklich... Man hätte aus Wein Luxus. Aha. Da müsste man genauer schauen. Aber jetzt gegen Ende käme sowas? Okay. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber Tee habe ich keine Quelle. Boah, Echsenhaus. Wäre das letzte gewesen. Da hätte man die Echsen noch ein bisschen pushen können. Okay, wir haben es geschafft. Puh, anstrengend. Teilweise habe ich gedacht, keine Chance. Aber wir waren siegreich. Wohlstand über die Dorfbewohner und Schloss. Das war aber ganz kurz bloß in dieser Mission. Spukwald geschafft. Jawohl, das will ich haben. Ich will diese, ich will bei jedem, das sind auch die nächsten Parts, wir wollen bei jedem Event mindestens einmal ein Video machen. Ansonsten, irgendwann werde ich offscreen dann weitermachen. Hab bloß schon überlegt, eigentlich hätte ich Bock offscreen so eine Runde einfach zu spielen. Spukwald abgeschlossen, jawohl. Mehr Siegel fragt ihn. Nein, brauchen wir tatsächlich nicht. Deren Mittelpunkt sind Wagen immer sehr beginnen. Die Vorlauf sind bis zu deiner nächsten Siedlung um 2 erhöht. Die Kontrolle ist noch schon. Gehört 4 Reserve. Bei der nächsten Mission hätte ich deutlich mehr Vorlaufspunkte. Ha. So deutlich ist, dass ich dann 8 hätte. Ich glaube, so viel kann ich noch gar nicht nutzen. Deswegen reisen wir doch lieber mal weiter. Oh, schaut euch das an. Jetzt können wir viel mehr sehen. Und ich kann mich auch viel mehr bewegen. Was haben wir denn hier? Ein Sturm zieht an. Mysteriöse Macht zieht dich dichte Wolken an. Der Sturm hält jedes Jahr 10% länger an. Das ist... Ja... Okay. Das hat ganz schön lang gedauert. 8 Jahre haben wir gebraucht. Hm. Aber... Es hat auch gut Ressourcen gebracht. In der Schwellen... Ach ja, und außerdem das natürlich. Das müsste ein Level ergeben, oder? Ja, ich krieg ein Level. Und so dadurch werden neue Sachen freigeschaltet. Gut, Zitadellen-Updates, das ist klar. Ein Ort, an dem die Dorfbewohner Bedürfnisse erfüllen können. Schlägereien, Bildung, Passivwege, Kronenkronik. Erkunderhütte, okay. Schlägereien und Bildung. Das wäre jetzt, das wäre gut gewesen. Das wäre in der aktuellen Konstellation mit den Bibern und mit den Völkern gut gewesen, weil genau die zwei Effekte, die Schlägereien brauchen die Echsen und Bildung brauchen Biber und Harpien. Mhm, das wäre ein gutes Gebäude gewesen. Druidenhütte. Stimmt, Ölproduktion haben wir noch nicht wirklich. Da gibt es auch Weihrauch und Mäntel. Ja, zur Not, wenn man keinen anderen Mäntelhersteller bekommt. Warum nicht? Die Ranch. Die hatten wir einmal bloß als Bonusgebäude in der Lichtung. Ist jetzt kein tolles Gebäude. Ich weiß gar nicht, was man... Die Ranch lief nicht ohne irgendwas. Wenn sie ohne irgendwas laufen würde und Fleisch, Leder und Eier in niedriger Qualität sozusagen produzieren, wäre das geil. Aber die braucht, glaube ich, Futtermittel oder sowas. Eine verstärkte Straße. 25%. Eine mit Kupfer. Okay, da brauchen wir Kupfer. Die Siedlung ist in der Region als Handelsposten bekannt. Grundstein. Jedes Mal, wenn die Ware im Wert von 60% erhältst du eine Reputation. Wollt ihr doch. Die durch Entschlossenheit erhaltene Reputation. Ah ja. Wenn das rückwirkend wäre, wäre das geil. Heißt, Reputation durch Handel. Das wäre in der aktuellen Mission letztens auch gut gewesen. Freundliche Beziehung, E3 Beziehungen mit anderen Siedlungen bei Handelswegen hättest du einer gewonnen. Das finde ich nicht schlecht. Auch voll auf Handel. Handel wird voll hier gepusht durch viele Sachen. Mögliche Sachen zum Lachen. Das ist geil. Du erhältst eine zusätzliche Option, wenn du Entwürfe für Reputation auswählst. Da gibt es zu viel Auswahl. Das brauche ich. Und ich glaube das. Ich habe nämlich schon im Vorfeld mal geschaut, was es hier alles so gibt. Und da habe ich gleich schon gesehen, ah, weitere Vorlaufspunkte. Hätte ich gerne. Das macht den Start immer leichter. Deswegen nehme ich das. Und da ich... Nein, habe ich nicht. Ah, ich wollte eigentlich das auch noch nehmen. Schade, das reicht nicht. Na, beim nächsten Mal können wir uns zwei Sachen wahrscheinlich auswählen.
Das weiß ich noch nicht. Eine Grundstein zurücksetzen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber was haben wir dadurch jetzt auch? Die Gehgeschwindigkeit ist von den 2% Gehgeschwindigkeit ist jetzt nicht so prickelnd, aber es verbessert allgemein das Spiel schon ein bisschen. Okay, cool. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit mir. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.